sämtlich jetzt an Dreck weg. Ja. So. Da geht's auch noch weiter. Gut, dann haben wir... gucken. Ja gut, das geht. Das ist nicht zu übertrieben. Dann muss ich das einfach... Ja, dann lasse ich da zwischenzeitlich so eine Fläche. Das ist dann halt mal so. Kann ich ja jetzt auch nicht ändern. Und ja, gucken wir mal. Hier läuft man dann so wieder hoch. Und tata! Hallo, Tunnelsystem. Ja, hallo, Cham. Ja, passt doch soweit. Hier jetzt mache ich weiter mit meiner Begrenzung. Damit ich idiotensicher die Leiter hochklettern kann, ohne abzustürzen. Ja, ihr denkt euch wahrscheinlich auch, ja, schön blöd, das hat er jetzt schon dreimal geschafft. Also ich glaube, das waren dreimal, dass ich da jetzt abgestürzt bin. Ja, jedes Mal einen Heldentod gestorben und jedes Mal völlig für den Arsch. Ja. So, jetzt erstmal hoch. Ich brauche ja noch einiges. Dumm-di-dumm, dumm-di-dumm, ich spaziere hier gerne rum. Lalala, Material, das will ich mir kaufen. Nee, nicht kaufen. Craften. Craften, sammeln, je nachdem, was habe ich noch. Wooden Planks, die nehmen wir mit. Wir brauchen Steine für unsere Treppen. Yeah, wir wollen die Treppen rappen. So, wir haben Stein, wir haben Holz, wir packen noch wieder Zeugs weg und ja, Gravel brauche ich hier, habe ich hier noch irgendwie was im Ofen? Ich habe nichts im Ofen, oh, das wollte ich doch auch hofen. ja, ich mache noch einmal eine Packung Clean Stones fertig. Für irgendwelche Verschönerungsarbeiten, die zukünftig noch stattfinden werden. Und jetzt, ja, Treppen. Leute, Treppen, damit wir das Ganze da unten komplettieren können. Ja, das wird natürlich wie immer optimal ausgenutzt und alles hier schön verteilt, damit, ja, mich kein Unheil ereilt. So, Champ, reiß dich mal zusammen, du laberst hier schon wieder nur noch Käse. Mhm. Ja, warum man immer sagt Käse, weiß ich auch nicht. Was ist an Käse so schlecht? Es sei denn, man mag keinen Käse. Egal, so. Treppen nehmen wir mit. Haben wir 40. Denke ich, ist eine ganz verträgliche Ausbeute. Damit werden wir dann erstmal unseren... Wieso gehen die Steine nicht auf die Steine? Das sind doch Steine. Wie doof. Stein? Gravel? Hä? Ah, Moment, jetzt wollte ich Gravel auf Stein... Ne, das ist doch gerade Cobblestone. Cobblestone? Und Cobblestone? Hä? Ah, jetzt. Ja, manchmal steht man auch einfach auf dem Schlauch und... Oh. Da ist es aber dunkel geworden hier. Da haue ich mich doch gleich mal in die Falle. Ratze, ratze, gute Nacht. So. Und, habe ich jetzt alles? Monster. Monster sind hier jetzt gerade. Ja, keine zu sehen, würde ich sagen. Das heißt, es geht wieder frisch zurück ab an die Arbeit. Yep. So. Ja, was macht er hier? Er haut einfach ein bisschen Dreck weg, weil er gerade lustig ist. Ja, was habe ich hier jetzt genau vor? Ich weiß es selbst noch nicht genau. Ich habe mir jetzt einfach hier mal den... Warte mal, eigentlich... Genau, wisst ihr, was wir machen? Wir bauen uns auch hier schon eine Treppe hoch. Ja, das wird ganz schick, weil auch das ja eigentlich nervig ist. Das soll alles schon mal ein bisschen auch gewollt aussehen. Und das geht natürlich nur, wenn wir das hier jetzt alles ein bisschen anebnen und uns eine Treppe dahin klabüstern. Klabüstern, klabüstern, irgendwie so.
Und dann sieht das doch schon wieder viel, viel schicker aus. Ja, und dann will man da auch gerne wohnen. Ich würde mir da glatt irgendwie diese Wohnung zur Miete kaufen. Morgens kann ich mit ein paar Creepern hier eine Bombenstimmung genießen. Wenn ich traurig bin, gehe ich ans Grab und gedenke den toten Freunden. Ich kann in meinem Tunnelsystem vielleicht das Skelett eines toten Hundes finden, der Kachelofen heißt. Ob er wirklich tot ist, wissen wir nicht. Seine Leiche wurde nie gefunden. Vielleicht lebt er auch weiter. In meinem Herzen tut das, wie es bei euch ist. Da komme ich nicht durch. Das heißt, alles ein Tiefer. Ihr müsst wieder weg. Ja, sorry. Aber so ist das nun mal, ne? Ja, wie mache ich das da? Dann reiße ich da den Dreck, den muss ich auch eins tiefer machen. Ja, dafür nehmen wir die Schippe. Ja, und mit der Schippe in der Hand malträtieren wir den Sand. Den Dreck meine ich natürlich. So. Ja. Da kommt er nicht mehr dran. An sich schon lustig, dass ich eine Reichweite von, weiß ich, 4 Blöcken habe, wenn ich ein Werkzeug in der Hand habe oder einfach irgendwo gegenschlage, was auch immer. Also anscheinend kann ich mir hier so einen Gummiarm machen, der bis zu einer gewissen Länge dehnbar ist. Und ich dann auch irgendwas da, ja, berühren kann, wegschlagen kann, was auch immer. Also, dass ich irgendwas weiter weg irgendwie ransetzen kann, das kann ich mir noch vorstellen. Weil hier an sich ja. Ach, guckt mal hier. Kennt ihr das noch? Das hat uns damals der Creeper mal da reingesprengt. Einer von vielen, die mich irgendwann mal nicht mochten. Ja, das war sehr nett von dem Creeper. So, das machen wir einfach so. Wisst ihr was? Ich lasse das hier offen. Ich setze jetzt direkt die Stufen dran. Da bin ich jetzt mal ganz frech. Vielleicht stoße ich da irgendwann nochmal drauf und freue mich wieder und sage, ach, wisst ihr noch? Und damals und der Creeper und ja, das war so toll. Ja, jetzt haben wir doch hier schon mal unseren Abstieg. Ich hoffe, das gefällt euch. Und ja, wenn es euch nicht gefällt, dann gefällt es mir. Dann ist immerhin schon mal einer und einer ist besser als keiner. Wir gucken jetzt Cleanstone. Ja, immerhin ein paar. So, nehmen wir mit. Und ja, wir craften noch gar nichts, weil fehlt mir noch was, oder? Ne, wir craften noch nicht. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Und was wollte ich? Ich wollte doch irgendwas. Irgendwas wollte ich craften. Bin ich jetzt total blöd, oder was? Naja, meistens, oder wie sagt man soll nochmal zurückgehen, dann fällt es einem wieder ein. Und jetzt ja. Eine Insel. Nein. Und zwar wollte ich doch, wo ist es? Holz, ich brauche Holz und Eisen. Holz habe ich noch. Nee, was ich jetzt machen wollte, es gab ja eine Änderung. Ihr kennt das wahrscheinlich schon. Und zwar kann man Schafe jetzt nicht mehr einfach so schlagen. Die verlieren dann keine Wolle, es sei denn, man tötet sie. Wir brauchen jetzt Scheren und diese Schere hat kein Symbol. Gut, also es gibt für diese Schere noch kein Symbol. Das heißt, wir haben sie zwar, aber sie sieht aus wie ein Winkel. Wie ein türkisfarbener Winkel. Das ist ja klasse. Ja, gut, gehört auch dazu. Wahrscheinlich noch nicht in diesem Texture Pack involviert. Und ja, da kann man dann auch nichts machen. Ja. Hallo? Uhu. Darf ich bitte wieder vorwärts gehen? Ja, jetzt es funktioniert wieder einigermaßen. Ja, wir machen hier natürlich den letzten Dreck noch weg und vervollständigen hier einfach diesen Weg. Wenn es jetzt funktionieren würde, bitte. Ja, juhu, danke schön. Ja, ich bin dankbar für. Ja, nichts. Dafür, dass Fraps ständig gegen mich arbeitet, dafür bin ich dankbar. Habe ich das eigentlich schon mal erwähnt? Nee, oder? Das ist euch jetzt, denke ich, neu und mir ist es genauso neu. Ja, haben wir ein neues Element. Fraps stänkert gerne. Ja, ausschließlich nur mit mir und damit muss ich jetzt halt klarkommen.
So, wie ihr seht, habe ich hier jetzt den Weg komplettiert. Komplettiert, das sage ich zurzeit oft. Komplettiert. Kann man komplettiert eigentlich so sagen? Das hört sich irgendwie doof an, oder? Komplettiert. Warum nicht einfach abgeschlossen oder beendet? Nee, er muss komplettiert sagen. So, hier jetzt vorsichtig runter. Und ja, guck. Ich habe mir aber kaum weh getan. Es war schon mal schlimmer. Oh Mann, ja. Deswegen werde ich jetzt total idiotensicher alles mit Holz einrahmen. Ja, und dann hoffe ich doch, dass ich nicht mehr von dieser Leiter runterstürzen kann, weil ich nach links und rechts halt jeweils eine Wand habe. Und ja, da kann er sich dann jetzt immer ins Holz krallen, wenn er am Abstürzen ist. So wie so eine Katze, die Klauen ausfahren. Dann so und dann irgendwie da total, weiß ich nicht, in Angstschweiß gedrängt da festklammern. Ja, so werde ich das jetzt zukünftig machen. Dafür mache ich mir diese Holzwand. Ich überlege jetzt, ob ich diesen ganzen Schacht dann aus Holz machen soll, also auch alles unten. Oder ob ich das so ein bisschen wischiwaschi mache, so einen kleinen Mix. Zum Teil Holz und zum Teil Stein. Da muss ich mal gucken, weil es ist halt auch eine ziemliche Holzverschwendung. Und ich möchte euch das nicht antun, dass ihr mir ständig beim Holz sammeln zugucken müsst. Was natürlich früher oder später sowieso immer mal eintritt. Aber wir müssen ja nicht das ganze Holz sofort verbraten, das wir gleich wieder sammeln müssen. Also ich glaube, diese Seite da, wo die Fackeln dran sind, die lasse ich aus Stein. Und dann ist uns da auch schon einigermaßen geholfen. So, ja, das Holz ziehen wir runter. Komm mit, komm mit, komm mit. Ja, haben es ja gleich geschafft. Ja, hast fein gemacht. Ja, ich sag ja, Haare schneiden tut nicht weh. So und so. Ja, hier auch noch Holz oder so. Nee, ich glaube, das wäre. Das wirkt nicht richtig, wenn ich hier überall Holz mache. Ich mache lieber diesen Gang hier noch eins breiter. Das sieht dann schon ein bisschen besser aus, aber Holz werde ich da, glaube ich, nicht drin machen. Gut, der Boden muss natürlich einheitlich sein. Dafür brauchen wir Cobblestone. Ja, und zack, und zack, und zack. So. Soll ich einen Test wagen? Ja, und jetzt puff, 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 wie so ein Flummi oder hier wie in so einem Flipper-Automat. Diese Bumper, die stoßen, also diese Holzwände sind jetzt Bumper, die stoßen mich immer von links nach rechts und ich kann nicht mehr runterfallen. Ist das nicht toll? Ja, das hier machen wir natürlich noch weg. Das ist ein Schandfleck in meinen Augen. Wenn, dann komplett clean und nicht mit Dreck. So, zack, zack, zack. Und jo, da haben wir es. Das lassen wir auch so mit den Steinen. Da noch eine Fackel hin. Ja, ich glaube, die Abstände sind jetzt ein bisschen unregelmäßig oder ungleich. Ja, scheiß drauf. Und wisst ihr was? Der Boden hier sieht scheiße aus. Der muss auch gecleant werden. Weil wenn da vier von so einem Cobblestone sind, das sieht doof aus. Also weg damit und cleanen. Ja, mit, oh, wie heißt denn das? Arche milde Bleiche, falls noch jemand von euch kennt. Oder Harpic Marx, dieses ganze Zeugs hier immer, was es immer auf diesen Teleshopping-Sendern gibt oder so. Wie wasche ich meine Wäsche am besten? Wäsche waschen, waschen, Wäsche. So. Was ich jetzt noch machen wollte, und zum Glück habe ich eine Crafting Box, ich mache euch Türen. Also euch, mir, uns, so dass wir auch keinen Besuch da unten bekommen, weil jetzt ist es ja durch die Treppe möglich, dass die Monster reinlaufen könnten. Das heißt, wir brauchen Türen. Ja, wir machen das hier richtig zu, dann ist das hier schon so ein richtiges Berghaus. Erinnert mich fast ein bisschen an meine Let's Show Welt, die ich euch schon mal gezeigt habe. Also wer sich das anguckt hat, der kennt eigentlich das Prinzip hier. Tunnel durch den Berg nach unten oder halt irgendwie so. Ja, ist jetzt nicht so, dass ich das ja meine Let's Show Welt anlehnen möchte. Das ist jetzt einfach zufällig so. Hat nichts mit ich wollte das unbedingt so haben zu tun. Aber ja, es ist halt zweckmäßig, bietet sich an und deshalb machen wir es so. So, Türen in die Gebrauchsaktions-Verbrauchsleiste. Ja, mittlerweile habe ich dafür schon meine eigenen Bezeichnungen gefunden. Ich habe es jetzt schon zwei, dreimal verwendet und jetzt ist es die Gebrauchsaktions-Verbrauchsleiste.